Nach Beendigung des ersten Tages in der Halle hier auf dem Messegelände eine große Sause stattfinden. 10-Jahr-Feier für die AfD und sie hat ja im Moment wirklich Grund zu feiern. Wir wollen das jetzt mal zum Anlass nehmen, einen Rückblick zu nehmen auf diese 10 Jahre. Wie konnte es so weit kommen bis zum heutigen Tag? Und dazu haben wir uns eingeladen, Marc Jongen, Mitglied im Bundesvorstand, Beisitzer dort. Sie sind Mitglied der Bundesprogrammkommission und Sie sind in der Partei, gelten Sie so als, hört man manchmal, Chefideologe und Parteiphilosoph, Mitglied im Bundestag sind Sie ja auch noch. Herr Jongen, wenn man sich die Motivation ansieht der AfD im Jahre 2013, was zur Gründung der Partei geführt hat, ist dieser Anlass immer noch gegeben oder ist Ihre Partei inzwischen eine ganz andere Partei geworden? Sie ist sicher keine andere Partei geworden. Aber sie hat neue Themen hinzubekommen und hat sich sozusagen entwickelt und hat auch auf die Zeitgeschehnisse natürlich reagiert. Wir hatten damals das Euro-Thema sehr stark im Vordergrund und diese permanente Euro-Rettungspolitik, die für unsere Wirtschaft und für ganz Europa eigentlich sehr schlecht ist. Das sehen wir nach wie vor so und ist nach wie vor ein wichtiges Thema für uns. Aber es kam natürlich die Migrationskrise. Es kommt jetzt die Energiekrise, die auch großteils selbst gemacht ist. Die ist auch schon eine ganze Weile da. Und darauf haben wir natürlich reagiert und haben unsere Programmatik entsprechend aufgebaut. Aber der Kern, dass wir für die Anliegen der Bürger und eine einstehen und eine vernünftige bürgerliche Politik machen, der ist gleich geblieben. Da sehe ich eine große Kontinuität. Gibt es diese Frontziehung noch in der Partei zwischen bürgerlich-konservativ und völkisch-neu-rechts? Also die habe ich in dieser Weise noch nie so gesehen. Da ist vieles auch aufgebauscht worden. Völkisch, das Wort ist nicht passend. Wir stehen dafür, dass wir unsere Kultur, unsere Nation erhalten. Daran ist nichts völkisch. Und das verbindet uns, glaube ich, alle. Es gibt liberalere und etwas mehr, sagen wir mal, sozialpatriotischere Mitglieder in unserer Partei. Aber ich sehe sie uns jetzt so aufgestellt, dass wir doch alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Sozialpatriotisch, das verbindet man vor allem mit dem Namen Björn Höcke. Repräsentiert er nach dem Abgang von Jörg Meuthen inzwischen sozusagen den Mainstream in der Partei? Der Mainstream in der Partei wird nicht von einer Person oder von einem Landesvorsitzenden repräsentiert. Er ist ein Teil dieser Partei, selbstverständlich. Aber wie gesagt, es sind sehr viele hier Strömungen oder Landesverbände zu berücksichtigen. Und gemeinsam bilden wir hier sowas wie einen Mainstream. Also da kann man nicht von einem Vorreiter oder dergleichen sprechen. Der Hintergrund der Frage war ja, dass von ihm im nächsten Jahr der Durchmarsch an die Parteispitze erwartet wird. Es gab ja eine Satzungsänderung, dass es in Zukunft auch nur einen Parteivorsitzenden gibt. Erwarten Sie das? Wird es möglicherweise nach dem nächsten Parteitag, wenn der Vorstand neu gewählt wird, einen alleinigen Parteivorsitzenden geben? Das kann es geben nach der Satzung. Wer das aber sein wird, darüber werde ich mich jetzt hier keine Spekulationen hingeben. Wir haben viele gute Kandidaten, aber vor allem haben wir zwei sehr, sehr gute Vorsitzende zurzeit. Und ich sehe da auch keinen Grund, daran was zu ändern. Windfall Profits, wie man so schön sagt, die heben ja gerade die AfD in den Umfragehimmel, kann man sagen. Das politische Geschäft ihrer Partei besorgt im Moment der politische Gegner. Wie lange wird dieser Umstand noch anhalten? Ich bin mir nicht sicher, ob das nur der politische Gegner besorgt, sondern die Bürger merken ja mehr und mehr, dass wir gute Politikangebote machen und dass wir Lösungen für die brennenden Fragen parat haben, die alle Bürger bewegen. Natürlich ist das Versagen dieser Ampelkoalition offensichtlich und die reiten Deutschland in den Abgrund. Das ist so, das wird immer offensichtlicher und das bewirkt, dass die Menschen sich woanders hin, nämlich zur einzigen Opposition hin orientieren. Aber dort finden sie eben auch die richtigen Angebote. Das muss man ganz klar feststellen. Amerika-Hasser und Putin-Freunde, die melden sich in der Partei ja immer lautstark zu Wort. Ist nicht so ganz klar, ob sie tatsächlich die Mehrheit bilden. Aber sie wollen ja in Zukunft auch, das wird ja hier immer wieder gesagt, mit anderen Parteien Regierungen bilden. Diese Positionierung, die wird ihnen aber nicht helfen, an politische Macht und an politische Verantwortung zu gelangen. Also ich muss das zurückweisen, Amerika-Hasser und Putin-Freunde, das stimmt so überhaupt nicht. Niemand in der AfD hasst Amerika. Wir sehen vieles kritisch, was die jetzige amerikanische Regierung tut.
Aber wir haben natürlich großes Interesse, auch mit Amerika und mit den USA eine gute Verbindung und eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Und was Russland angeht, Russland wird nicht von der europäischen Karte verschwinden. Wir müssen auch jetzt in der schwierigen Situation darauf achten, dass irgendwo dann auch nach diesem Krieg, der hoffentlich bald enden wird, auch Beziehungen zu Russland wieder möglich sind und vor allem Handelsbeziehungen. Das ist unsere vernünftige Position dazu. Wenn ich mir heute die Rede von Tino Chrupalla am Anfang des Parteitags angesehen habe, er hat von Kriegstreibern gesprochen, gegen die Partei ist. Im Kontext war ganz klar, dass er damit den Westen und die USA meint. Sie müssen Tino Chrupalla zu seinen Worten befragen. Er vertritt ganz klar die Linie, die ich jetzt auch hier aufgezeigt habe. Und damit ist dazu eigentlich alles gesagt. Gibt es noch genügend Transatlantiker in der AfD? Ich glaube, wir müssen nicht nach Transatlantikern suchen oder darin unser Heil sehen, sondern wir müssen darauf achten, dass Deutschland wieder stärker wird, stark wird, dass wir auch wieder eine wehrfähige Armee bekommen und vor allem, dass Europa ein Faktor wird in der Weltpolitik, der ernst zu nehmen ist und der weder unter dem Einfluss der USA noch sonst irgendeinem Einfluss aus dem ferneren Osten steht, sondern wir müssen eigenständig stark werden. Dafür stehen wir von der AfD. Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind ja auch Mitglied der Bundesprogrammkommission, also die das Grundsatzprogramm und Wahlprogramme erarbeitet. Es geht jetzt auch in den nächsten Tagen ja darum, darüber zu diskutieren, wie sich die AfD europapolitisch aufstellt. Da ist immer noch ein Begriff drin in diesem Entwurf, ich glaube sogar in der Präambel, da steht drin, eine geordnete Abwicklung der Europäischen Union. Und es wird von einer zukünftigen Werte- und Interessen-Wirtschaftsgemeinschaft geredet, die aber sehr diffus bleibt. Will die AfD wirklich eine europapolitisch orientierte Partei bleiben oder schwebt Ihnen eigentlich da was ganz anderes vor? Wollen Sie sich ein Stück weit von Europa auch zurückziehen? Ganz im Gegenteil. Wir wollen Europa wieder stark machen, wie gesagt. Wir finden aber, dass der Kurs der gegenwärtigen EU, nämlich einen EU-Superstaat allmählich zu errichten und die Souveränität der Nationalstaaten zu entziehen, dass das der falsche Weg ist. Und wir haben hier Zweifel angemeldet, ob die EU noch fähig ist, sich selbst zu reformieren. Wir halten diese Reform für essentiell wichtig. Wir müssen sozusagen die europäische Zusammenarbeit auf eine neue Basis stellen. Und diese Basis muss lauten Subsidiarität, Souveränität bei den Nationalstaaten und Zusammenarbeit in den Bereichen, wo es wirklich notwendig ist, sprich gemeinsame Verteidigung der Außengrenzen, freier Handel zwischen den einzelnen Staaten, aber nicht darüber hinausgehend eine gemeinsame Sozialpolitik, Steuerpolitik etc. Diesen Weg geht die EU zurzeit, das lehnen wir ab und das machen wir in unserem Wahlprogramm deutlich. Die Frage nicht, ob die EU noch wirklich viel mehr zusammenrücken muss, dass der nationalstaatliche Weg eigentlich der falsche ist für die einzelnen 27 EU-Mitglieder. Wir sagen, wir müssen im weltweiten Wettbewerb mithalten mit USA, mit Russland, mit China. Dann treten lauter kleine, zum Teil auch kleine europäische Nationalstaaten mit auf, von Luxemburg über Lettland bis Malta. Ist das wirklich so sinnvoll, das in die nationalstaatliche Souveränität zurückzuführen, angesichts der weltweiten Konkurrenz, auch der globalen Konkurrenz, mit der wir rechnen müssen? Das ist ja das Argument, das immer wieder vorgebracht wird von denen, die Ever Closer Union wollen. Aber ich glaube, dieses Argument ist grundsätzlich falsch. In den Bereichen, wo wir ein gemeinsames Auftreten nach außen brauchen und das sinnvoll ist, dort wollen wir daran auch nichts ändern. Aber es ist klug und gesund, wenn man einen gewissen Wettbewerb auch zwischen den einzelnen Staaten hat, zum Beispiel Steuerwettbewerb, wenn einzelne Staaten ihre eigene Währungspolitik noch selbst bestimmen können. Damit schaffen wir ein viel stärkeres Europa als jetzt, wo wir beispielsweise Staaten in einen Euro hineinzwingen, die dort damit gar nicht umgehen können und denen das nur massive Nachteile bringt. Also im Grunde, wir wollen Europa stärken, aber nicht auf dem Weg, wie es die EU zurzeit tut. Wir glauben, dass das eine Schwächung und letztlich eine Schädigung der europäischen Länder ist. Weil der Euro ja der deutschen Wirtschaft durchaus geholfen hat. Andere Länder können nicht mehr abwerten, um ihre Produkte besser verkaufen zu können. Ja, also wenn Sie der Meinung sind, dass die deutsche Wirtschaft jetzt so gut dasteht wie nie, dann ist das vielleicht Ihre Antwort. War aber früher so. Früher hatten wir die D-Mark und die D-Mark hat uns stark gemacht. Andere Länder haben sich daran orientiert, haben sich auch an unsere Währungsdisziplin gehalten. Jetzt ist das alles dahin. Die Tagesalden häufen sich auf und wir haben unendlich Schulden. Wir haben Billionen von Schulden, wenn man das alles zusammenzählt. Wir haften für europäische Schulden. Dem deutschen Bürger ist anderes versprochen worden. Und die Rechnung wird hier noch bitter sein und groß sein.
wir wollen das verhindern und wir wollen, dass Deutschland wieder stark wird. Und das geht nur, wenn wir Souveränität zurückgewinnen. Aber im Verein mit den europäischen Partnern wollen wir dazu kommen und nicht dagegen. Das war jetzt ja auch das Gründungsmotto der AfD. Darum ging es ja auch in diesem Gespräch. Anlass war ja die Kritik an der Europolitik der Europäischen Zentralbank und der EU-Länder. Mark Jongen im Gespräch bei Phoenix. Danke, dass Sie da waren. Danke.